Hallo Marion, vielen Dank für deine Zuschrift und deine Bitte um Regula Falsi. Dein Wunsch um oder wie auch immer. Jedenfalls haben wir die Funktion f von x gleich 1 Sechstel x hoch 3 minus 1 halb x Quadrat minus 1 Drittel. Im Intervall von 3 bis 4 auf 0 Stellen mit der Regula Falsi zu überprüfen. Und da rate ich jetzt jedem, sich dieses Schema hier rein zu perzen. Und zwar haben wir hier a, b, f von a, f von b, x-Böbel und f von x-Böbel. Warum haben wir das? Weil ich will die Regula Falsi mal gerne hier hinschreiben. X-Böbel ist nämlich der nächste x-Wert quasi. A sind die beiden hier. Das ist nämlich sind die Intervallgrenzen. So, die lautet jetzt, x-Böbel ist gleich, man könnte das auch x-next oder das nächste x nennen, a minus f von a mal b minus a durch f von b minus f von a. Okili dokili. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir nämlich jetzt hier, das hier schreibt man sich am besten jetzt extra auf den Zettel auf. Ja? Guckt sich den dann immer an, wenn jetzt hier gleich die Zahlen reingedonnert kommen. Und zwar haben wir als a haben wir 3, als b haben wir 4. Das sind die Intervallgrenzen, die wir hier gegeben haben. Ansonsten nehmen wir einen Funktionswert an, wenn wir jetzt gar nicht wissen, was Phase ist, nehmen wir einen Funktionswert an, einen x-Wert an, der einen negativen y-Wert hat und einen, der einen positiven hat und die aufeinander folgen. Ja? Ja, das tun sie sowieso. Also du nimmst einen, der ein negatives y hat und einen, der ein positives. Das heißt, du setzt die 3 jetzt hier ein und kriegst ein Drittel, minus ein Drittel raus. Wenn du die 4 hier einsetzt, kriegst du was Positives raus. Das sieht dann in der, wie heißt es denn? Hier ist die 3 und hier ist meinetwegen die 4. Bei der 3 haben wir was Negatives und bei der 4 haben wir was Positives. Das heißt, dazwischen ist was, was ist dazwischen? Eine Nullstelle. Ja, zwischen einem negativen Funktionswert und einem positiven Funktionswert muss dann irgendwo ein x-Wert sein, der 0 ist, wenn die Funktion stetig ist. Das sind dann immer solche Vokabeln, die dann da reingebrettert werden. Und jetzt setzt man also, um x-Böbel rauszukriegen, setzt man a, f von a, b, a, f von b, f von minus a ein und kriegt dann hierfür immer noch einen Bruchwert 3, 1 Achtel raus. Und der f von x-Wert ist dann schon nicht mehr zu halten als Bruch, sondern hier kommt dann minus 0,12988812 raus. Den müssen wir definitiv so, wie er ist, nehmen, mit allen Nachkommastellen, weil ansonsten dauert das länger, als uns lieb ist. Gut, was passiert als nächstes? Dieses hier hast du dir wahrscheinlich aufgeschrieben, das müssen wir jetzt auch gleich, müssen wir mehr wieder einfüllen, denn jetzt ist das Schema folgendes. Wir haben hierfür einen negativen Funktionswert raus. Das heißt, bei 3 1 Achtel ist immer noch negativ. Und was macht jetzt dieses Verfahren eigentlich? Das will ich in einem zweiten Video klären. Das kannst du gerne anfragen. Das habe ich jetzt im Moment hier noch nicht auf der Scheibe. Aber das würde ich gerne tun, damit man das dann auch einmal grafisch sieht. Aber hier geht es jetzt ums Rechnerische und um das Schematische, was jetzt eigentlich passiert. 3 1 Achtel geht nämlich jetzt hier und wird das neue a. Das heißt, wir haben hier 3 1 Achtel. Hier haben wir wieder die 4. Dann haben wir hier die minus 0,12988822812. Hier haben wir, f von b ist immer noch 2 1 Drittel. Wenn wir das Ganze jetzt einsetzen in die Funktion mit x-Böbel, dann kommt hier 37835 raus. Und f von dem Wert ist minus 0,04650 Berlin. Ha! 36, Kreuzberg 36. Gut, das Verfahren sieht jetzt weiterhin vor, dass wir dann diesen Teil nehmen, den x-Böbel, wieder für a einsetzen, denn hier kommt wieder was Negatives raus. Das heißt, wenn hier was Negatives rauskommt, dann muss es diesen Wert hier benutzen. Was soll das heißen? Hier bei 3 kommt Minus raus. Bei 3 1 Achtel, was unser x-Böbel ist, kommt auch was Negatives raus. Also wird unser 3 Achtel quasi die nächste 3.
ersetzt die 3. Wenn jetzt hier wieder was Negatives rauskommt, wird wieder der mit dem Negativen ersetzt und so weiter. Und ganz zum Schluss kriegen wir dann halt einen x-Wert raus, der genähert ist. Und ich gebe jetzt mal, du kannst es nämlich dann jetzt hier mit diesem Video dann weiterüben, wird genauso weitergemacht. Wir haben xn nachher als ganz gute Näherung ist 3,19, das ist jetzt ein Teaser, 5, 8, 2, 3, 3, 4, 5. Und du kannst gerne mal versuchen, das ist auch eine Konzentrationsübung, ja, nicht wenn das jetzt beim ersten Mal nicht funktioniert, gleich schreien, das geht nicht, sondern schön ausprobieren, die Formel funktioniert und wie sie grafisch funktioniert, kann ich dir auf Kommentar auch gerne nochmal ein Video draus machen und ich sage jetzt erstmal Tschüss und mache jetzt hier gleich weiter mit was ganz anderem.